Hallo Christine. Hallo, Alan. Hörst du mich gut? Ja, ich höre dich gut. Ja. Super, wunderbar. So, hier bei mir anwesend ist noch die Heike und die Malika. Und du bist jetzt bis jetzt die einzige online. Das macht ja nichts. Ja. Gut. Ich lade euch gleich zu Beginn ein, bequeme Sitzposition einzunehmen, die Augen zu schließen. Eins, zweimal tief ein- und durchzuatmen. Um dann deine Aufmerksamkeit ganz auf das Hier und Jetzt zu lenken. Und die innere Haltung dazu kann sein, so offen wie möglich. Alles, was geschieht, alles, was du wahrnimmst, zu beobachten, zu fühlen, anzunehmen die innere Haltung könnte sein, nichts von dem, was du wahrnimmst, verändern zu wollen. Du gibst dich diesem Moment hin, genauso wie er ist. Und den nächsten und den nächsten. Und du weißt, sobald du in Gedanken abschweifst, bist du nicht mehr im Hier und Jetzt. Wenn du das bemerkst, wirst du feststellen, dass deine Aufmerksamkeit ganz von selbst wieder in den Moment, in das Hier und Jetzt zurückfindet. Das Einzige, was du machst, du bleibst offen, wach, aufmerksam. Mit offenem Herzen, mit offenem Geist. Und gibst dich jetzt diesen Moment für die nächsten paar Minuten. In Stille einfach hin.
Gut. Dann kannst du langsam in deinem eigenen Tempo wieder deine Augen öffnen, deine Sitzstellung verändern, wenn du möchtest, dich strecken. Hallo Barbara, herzlich willkommen. So, wir werden gleich noch über diesen Zustand, den wir jetzt in der Meditation erfahren haben, darüber sprechen und anschauen. Jetzt zuerst eine Frage an dich, Christine, weil letztes Mal hat uns die Barbara eine Frage gestellt oder ein Thema. Gibt es ein Thema, Christine, das bei dir gerade so aktuell ist oder dem du begegnet bist, in deinem Kopf herumturnt? Ja, tatsächlich. Also es gibt immer viele. Jetzt gerade heute habe ich mich wieder gefragt, warum es mir so schwer fällt, Dinge zu lassen, die mir nicht gut tun. Ganz konkret negative Gedanken zu bestimmten Themen, aber auch ein ganz banales Beispiel: Nikotinersatzstoffe. Ich habe vor mittlerweile 6 Jahren aufgehört zu rauchen. Aber ich bin immer noch in diesem Zwischenstadium, dass ich nicht aufhören kann, Nikotin-Kaugummis zu kauen oder die kleinen Dragees zu lutschen, Spray mir zu kaufen. Ich selber denke auch manchmal, ich gucke da drauf und ich denke, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Was ist das bloß? Bin ich so lethargisch? Aber irgendwas hält mich da. Also irgendwie, ich habe auch schon Dinge ausprobiert. Ich war einer Frau, die ihre Hand aufgelegt hat, und ich habe wirklich gemerkt, dass das viel mit mir gemacht hat, aber auch ganz viel bei mir aktiviert hat, dass ich mich dagegen gestemmt habe. Also ich habe wirklich richtig geweint und konnte das nicht loslassen. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also es ist echt ein Kampf. Und da habe ich mich heute wieder einmal gefragt, wieso? Ich meine, es ist natürlich auch subjektiv. Es ist vielleicht nicht für alle gleich, aber vielleicht auch doch. Also ich frage mich, warum fällt es manchmal so schwer, Dinge loszulassen, von denen man weiß, sie sind nicht gut für einen? Ja, danke Christine für dieses Thema. Ich würde vorschlagen, ich fange irgendwo mal an und ziehe einen Faden. Ich werde wahrscheinlich auch immer zwischendurch etwas fragen, Christine. Und dann gucken wir mal, wo wir da rauskommen und landen. Ich habe von dir gehört, du machst Dinge, ja, wie negative Gedanken oder diese Ersatzstoffe, die dir nicht gut tun. Woher weißt du, Christine, dass sie dir nicht gut tun? Hast du da eine Antwort darauf? Also, naja, bei den negativen Gedanken denke ich schon manchmal, die sollen mir etwas sagen. Und manchmal glaube ich auch nur, ich habe mich selber so konditioniert, dass ich aus dieser negativen Gedankenschleife gar nicht mehr rauskomme, obwohl die Dinge oder die Person, um die es manchmal geht, eigentlich was ganz Tolles sind. Und bei den Nikotinersatzstoffen, klar, könnte man sagen, ist doch gar nicht so schlecht. Immerhin rauchst du nicht mehr, aber gesund ist das ja auch nicht. Also dann eben trotzdem noch Nikotin zu lutschen, zu kauen, also als Spray zu benutzen. Woher weiß ich, dass die nicht gut für mich sind? Ja, das ist das ist das, was ich darüber denke. Ja, was es das nicht Super. ist. Wunderbar, du hast dir jetzt eigentlich schon die Antwort gegeben, auf die ich jetzt eingehen wollte. Es ist ein Verstand, der beurteilt etwas und sagt dem aus irgendwelchen Gründen, es tut mir nicht gut.
Fangen wir doch mal an bei den negativen Gedanken. Du weißt von mir oder hast es auch schon von anderen Stellen gehört, die Gedanken, die sind ziemlich autonom und selbstständig. Die entwickeln sich im Unterbewussten und steigen dann irgendwann mal ins Bewusstsein hoch. Aber da sind die Gedanken eigentlich schon gemacht. In dem Moment, wo wir sie in unserem Kopf hören, sind sie schon fix und fertig gemacht. Was ich damit sagen will, wir können uns nicht gegen diese negativen Gedanken oder gegen jegliche Gedanken auflehnen, weil nur der bewusste Teil sich auflehnen könnte. Und der bewusste Teil hat keinen Zugang zum Unbewussten. Und was machen wir? Wir machen es eigentlich nur noch schlimmer. Wir regen uns auf, dass wir negative Gedanken haben oder irgendeine Form von Gedanken, beurteilen die dann noch als negativ, fühlen uns dann auch schlecht, meistens, ja, und finden da aber eigentlich keinen Ausgang, weil das negative Beurteilen und die negativen Gefühle, die sich hier entwickeln, die helfen nicht, keine negativen Gedanken mehr zu haben. Wahrscheinlich eher im Gegenteil, wenn wir uns schlecht fühlen, ja, dann entwickeln sich noch mehr negative Gedanken im Unbewussten. Fangen wir mal bei den Gedanken an und gehen dann zu den Ersatzstoffen oder überhaupt zu, ich würde sagen, das Thema wird ja dann sein, das Suchtverhalten, ja, das wir Menschen an den Tag legen. Aber kommen wir nochmal zu den Gedanken. Wie können wir da aussteigen? Wir können aussteigen, und das ist jetzt das Angebot, das die Achtsamkeit oder die Meditation uns macht. Wir können aussteigen, die Gedanken zu beurteilen. Ja, Christine, wenn jetzt irgendein negativer Gedanke kommt, was weiß ich, negativ vielleicht in der Selbstbeurteilung, ich kann das nicht, was auch immer, ich bin da nicht gut genug. Es gibt ja diese innere Stimme, diesen inneren Kritiker, der bei uns allen ziemlich laut eingestellt ist. Wenn wir jetzt nicht mehr gegen diese innere Stimme ankämpfen, sondern ihr einfach zuhören könnten, so wie wir einer anderen Person zuhören. Dann würden wir vermeiden, diesen inneren Kritiker, der da ist, noch negativ zu beurteilen. Also stell dir vor, Christine, du hättest eine Freundin und die würde ständig negative Aussagen machen. Wenn du jetzt aber weißt, diese Freundin hat es jetzt im Moment gerade schwer oder durchlebt gerade eine Krise, dann hättest du
Verständnis für ihren Zustand. Ja, und würdest ihren Zustand nicht als schlecht beurteilen, sondern würdest einfach Verständnis haben und würdest Mitgefühl zeigen. Würdest einfach da sitzen oder ihr gegenüber sitzen und vielleicht einfach nur zuhören oder da sein. Ohne das, was sie sagt, auf die Waagschale zu legen, ist das jetzt wahr oder ist das nicht wahr? Stimmt das oder stimmt das nicht? Du hättest eine gewisse Distanz zu deiner Freundin. Du wärst eben achtsam, du wärst aufmerksam. Ja. Und das wiederum würde ihr helfen, deine Achtsamkeit, deine Aufmerksamkeit, würde ihr helfen, dass sie merkt, ah, die Christine, sie verurteilt mich nicht in meine negativen Gedanken. Ja, sie nimmt mich so, wie ich bin. Und das würde deiner Freundin wiederum helfen, sich in deiner Anwesenheit einfach zu beruhigen und runterzukommen. Und dieses ihres angeregte Nervensystem würde sich mit der Zeit beruhigen. Der Gedankendruck, der aus dem Unterbewusstsein kommt, würde sich auch beruhigen. Und irgendeinmal wahrscheinlich würden diese negativen Gedanken aufhören. Verstehst du, was ich meine, Christine? Ja, ich denke schon. Ich bin nur manchmal im Zweifel, ob ich diese Gedanken ernst nehmen sollte oder nicht. Also ob sie was Wichtiges zu sagen haben oder ob es so ein Automatismus ist, den ich selber befeuere immer und immer wieder, dadurch, dass ich mich eben so verhalte, wie du es gerade beschrieben hast. Also unwirsch darauf reagiere und ja. Gedanken an und für sich, wenn die aus dem Unbewussten kommen, sind ja immer konditioniert. Sie sind eigentlich immer unwichtig, ja, weil sie eben konditioniert sind. Deswegen kannst du wirklich so die Haltung einnehmen. Das ist mein eigener psychischer Anteil, der gerade irgendwo eine Erfahrung, die ich hatte in meinem Leben, zum Anlass nimmt. Ständig oder vielleicht auch nicht ständig, aber ab und zu aktiv zu werden und mit dieser inneren Stimme im Kopf Dinge erzählt, die gar nicht wahr sind. Ich nenne das, da hat der Verstand über unser Sinn die Kontrolle oder die Führung übernommen. Der Verstand ist nicht a priori jetzt schlecht oder dass wir ihn nicht brauchen. Wir brauchen ihn sehr wohl. Aber hier schlage ich vor, dass wir zuerst mit unserem Herz in Verbindung kommen und zuerst fühlen. Und der Verstand dann versucht, das zu formulieren, was das Herz fühlt. Und nicht umgekehrt, ja, dass der Kopf beurteilt eine Situation
und daraus dann Gefühle entstehen. Schon genau umgekehrt. Und dann ist sozusagen der Verstand, also die Gedanken, werden dann das Sprachrohr deines Herzens. Und wenn du das dann formulierst, verstehst du auch, was passiert, ja, in deinem Unbewussten zum Beispiel. Oder du verstehst deine Konditionierung und du verstehst deine Muster auf eine ganz andere Weise, als wenn du zulässt, dass du dich mit den Gedanken identifizierst. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist dasjenige oder diejenige, die den Gedanken zuhört. Wie einer guten Freundin du zuhörst. Ich komme jetzt zurück auf diese Anfangsmeditation, die wir gemacht haben, weil eine Frage könnte ja jetzt sein, ja, wie soll ich das angehen? Wie soll ich mit meinem Herzen, wie soll ich die Wahrnehmung in mein Herzen leiten? Wie soll ich zuerst fühlen, wenn es schon denkt? Ja. Der Kopf ist viel schneller und die Gefühle sind viel langsamer. Und was uns hier auch die Meditation und die Achtsamkeit lehrt, ist, immer wieder dich für den Moment zu öffnen. Immer wieder diesen Moment anzunehmen, so wie er ist, und quasi unser Nervensystem zu trainieren, keinen Widerstand gegen den jetzigen Moment zu entwickeln. Ja, auch unser Gehirn können wir trainieren. Wir können es trainieren, anders zu funktionieren, als es sich gewohnt ist. Und dieses Training ist einfach immer wieder entweder auf dem Meditationskissen oder auch im Alltag ab und zu sich zu fragen, wo bin ich? Was geschieht gerade? Und kann ich diesen Moment oder kann ich mich gegenüber diesem Moment hundertprozentig öffnen, so wie er ist, ohne einen Widerstand dagegen zu entwickeln. Und in ruhigen Momenten ist es natürlich, gelingt uns das. Ja, wenn wir alleine sind, wenn es ruhig ist. Und es wird uns schwerer gelingen, in Momenten, wo wir emotional sind, wo wir im Stress sind, wo wir vielleicht herausgefordert sind oder vielleicht von anderen Menschen angegriffen werden. In diesen Momenten ist es viel schwieriger. Und auch da müssen wir mit unserer eigenen Entwicklung Geduld haben und liebevoll mit uns selbst umgehen. Es wird uns nicht von heute auf morgen gelingen, keinen Widerstand zu entwickeln. Um das jetzt noch abzuschließen, negative Gedanken bedeuten eigentlich immer, dass du im Widerstand bist mit etwas, was so ist, wie es ist. Erster Widerstand löst dieses Unbehagen aus. Wenn wir jetzt lernen, in der Meditation einfach
widerstandsfrei den Moment anzunehmen, ohne zu beurteilen, ja, dann wird es uns auch immer mehr gelingen in Situationen, wo es schwieriger ist. Macht das Sinn für dich, Christine? Ja, es macht Sinn. Hört sich immer nach einer Menge Arbeit für mich an, aber es macht Sinn, auf jeden Fall. Ja. Es hört sich vielleicht nach viel Arbeit an, aber das ist etwas, das dir der Verstand weismachen will. Ja, der Verstand sagt dir, hey, das ist fast unmöglich. Ja, da ist so viel Arbeit steckt dahinter. Aber wenn du jetzt diese Beurteilung des Verstandes loslässt und dich erinnerst, wie die Meditation ganz am Anfang war, dann wirst du merken, es hat etwas Müheloses dabei, weil es eben keine Arbeit ist. Und es ist nicht ein Tun. Einfach da zu sein und den Moment anzunehmen und den Moment zu genießen, so wie er ist, ist keine Arbeit. Wir sind uns nur nicht gewohnt, es zu tun. Und wenn du das jetzt mal weglässt, es ist viel Arbeit, und dir vorstellst, was wäre, wenn diese liebevolle Aufmerksamkeit ganz einfach wäre und anstrengungslos einfach da wäre. Wenn du mal diesen Gedanken so in dich einfließen lässt und dann auch versuchst, diesen Gedanken mit deinem Herzen zu fühlen, was passiert da mit dir? Ja, also es fühlt sich schon nach einer großen Erleichterung an, nach einer Leichtigkeit in dem Moment, wo ich es mir gerade so vorstellen konnte, tatsächlich. Ja. Ja, genau. Und diese Leichtigkeit ist der erste Schritt. Also nicht das Schwierige zu suchen, sondern die Leichtigkeit zu suchen. Es ist leicht. Dem jetzigen Moment Aufmerksamkeit zu schenken. Weil der Moment ist immer da. Du musst nichts konstruieren, du musst nichts herbeiholen, du musst nichts fantasieren, du musst nichts lügen oder fantasieren. Der jetzige Moment ist immer da. Gibt nichts zu tun. Und die Aufmerksamkeit ist auch immer da. Auch die musst du nicht holen, die musst du nicht herstellen. Die Aufmerksamkeit ist immer da. Und das sind die zwei Teile, um die es geht. Den Moment und die Aufmerksamkeit, die immer da sind.
die manchmal versteckt sind, die manchmal überlagert sind mit ganz vielen Gedanken und Urteilen. Manchmal auch mit negativen Emotionen. Aber wenn wir es wirklich anschauen, dann ist es ganz leicht. Und ich möchte dich motivieren, diese Sichtweise ja, auch in deinem Alltag auszuprobieren und einzusetzen. Weil in dem Moment, wo du dir sagst, es ist ganz leicht und es gibt nichts zu tun, in diesem Moment kannst du entspannen. In diesem Moment entspannt dein System, entspannt dein Verstand. Und dann sind wir in diesem Loslassen. Ja, die Spannung loszulassen. Wenn wir üben, aber im falschen Mindset üben, im Mindset üben, es ist schwierig und es braucht viel Arbeit, dann werden wir keine Fortschritte machen. Wenn wir den Mindset ändern, es gibt nichts zu tun, es kommt von selbst. Es ist das Leichteste auf der Welt. Und ich dann trotzdem noch Achtsamkeitsübungen, Meditationen mache, im Moment mit mir selbst, dann mache ich sehr schnelle Fortschritte. Und es gibt sogar Menschen, die sagen, auch das formelle Üben brauchst du dann nicht, weil das Üben im Alltag ganz von selbst geschieht. Kannst du das mal so in dich und in dein System, in dein Nervensystem, in deine Psyche so einfließen lassen, Christine? Ja, ich denke schon. Also es klingt gut. Und da ist auch gerade bei mir keine typische Widerwehr, die sagt, aber das ist nicht so leicht. Ja, ich denke schon, dass ich das kann. Ja. Gut, und kannst du aus dieser Leichtigkeit heraus auch ein bisschen eine andere Haltung gegenüber deinen eigenen Gedanken einnehmen? So ein bisschen mehr Distanz, ein bisschen nicht mehr alles als bare Münze nehmen. So zu sehen, dass dein Verstand halt manchmal eine schwierige Zeit durchmacht, so Verständnis aufbringen für ihn. Das ist ja auch eine Haltung der Leichtigkeit und ja, geht das? Super. Was wir jetzt gemacht haben, passt sehr gut auch für das zweite Thema, das du mitgebracht hast.
Wenn du dich unter Druck setzt, wenn du dein System unter Druck setzt, irgendeine Suchthandlung, sage ich jetzt mal, um das so zu verallgemeinern, nicht mehr zu machen, dann setzt du das System nur noch mehr unter Stress. Die Sucht ist wahrscheinlich noch tiefer in unserem System drin als unsere Konditionierungen. Ich denke, es hat etwas mit unseren Trieben zu tun, das Suchtverhalten, und die Triebe, da wirst du mit mir einig sein, da hat der Verstand, der Kopf, nicht einmal das Unterbewusstsein hat da Zugang dazu. Und wenn wir von Trieben sprechen, also, dann ist da das Wichtigste eigentlich da der Überlebenstrieb. Es gibt eigentlich nur einen Trieb, und das ist der Überlebenstrieb in meiner Welt. Der Überlebenstrieb hat da ja eine positive Absicht. Ja? Er verhilft dir er verhilft dem Körper und dem Geist zu überleben. Das ist seine Funktion. Und es ist das Grundprogramm in dir, ist zu überleben. Es ist wie die Betriebssoftware auf deinem Handy oder auf deinem Computer, das einfach da ist. Ohne das würde die Maschine nicht laufen. Und das würde dein System nicht laufen. Mit anderen Worten, alle Süchte, die wir haben, haben eigentlich eine positive Absicht. Ja, sie wollen helfen, dass du als System, als Körper überleben kannst. Jetzt können wir uns fragen, ja, zum Beispiel Nikotin, Alkohol, Zucker oder was weiß ich, Weizen, Lebensmittel, die haben ja alle ein hohes Suchtpotenzial. Wieso? Was hat das mit meinem Überleben zu tun? Und wir wissen alle, dass eben gewisse Stoffe, die wir zu uns führen, einen einfach einen angenehmen Nebeneffekt haben. Kaffee, Nikotin, obwohl es ja eigentlich aufpusht, hat für viele Menschen eben dann auch einen entspannenden Faktor. Also ein Nervensystem, das halt eben über längere Zeit angespannt ist, sucht einen Weg, sich entspannen zu können. Und Entspannung ist wiederum ganz wichtig für das Überleben. Wir können nicht ständig im Stress sein. Und wenn unser System verlernt hat, von selbst gewisse Botenstoffe im Kopf auszusenden,
Belohnungsstoffe, Serotonin oder was auch immer das ist, wenn der Körper das nicht mehr kann, dann braucht es diese künstlichen Stoffe, die das Gleiche bewirken wie unsere körpereigenen Drogen, sagen wir jetzt mal. Ja. Also unser System hat die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, verlassen. Und jetzt muss ein Ersatz gesucht werden dafür. Macht das soweit Sinn für dich, Christine? Ja, absolut. Also Beruhigung, ein bisschen runterkommen, an etwas sich ein bisschen festhalten, das würde ich alles da in diesen Topf werfen. Aber auf jeden Fall auch dieses, ich entspanne mich jetzt damit. Genau, ja. Ja. Wenn der Körper diese Phasen der Entspannung nicht hat, dann wird er krank und wenn er dann nicht zur Entspannung kommt, wenn er krank ist, ja, dann wird er irgendeinmal nicht mehr funktionieren. Ja, wenn wir krank sind, legen wir uns ins Bett. Wir haben keine Kraft mehr und legen uns ins Bett. Und was macht der Körper? Er entspannt. Ja, er zieht sich von allen aktiven Dingen zurück und er entspannt. Und das ist die Heilung. Die Heilung. Also die Krankheit ist eigentlich keine Krankheit, sondern sie ist der Impuls, sich entspannen zu können. Deswegen finde ich es gefährlich, ja, wenn man Krankheiten verhindert. Und das kann dazu führen, dass der Körper sich dann eben nicht entspannt und noch viel stärkere Symptome dann kreieren muss, bis man dann endlich einsieht, ah, Kürze treten, Pause machen, nicht zur Arbeit gehen, entspannen, ausruhen, viel, viel schlafen. Ja. Ich denke, wir sind, wieso das viele unserer Körper nicht mehr in dieses Gleichgewicht herstellen können und künstliche Stoffe brauchen, ist einfach, weil die Anforderungen so hoch sind, dass wir uns keine Pausen mehr, also dass wir denken, uns keine Pausen mehr gönnen zu dürfen. Und das fängt natürlich schon in der Kindheit an. Ja, wenn wir zu fest nach Leistung gefordert werden und zu wenig spielen können, zu wenig natürlichen Zugang zum Leben haben, sondern immer leisten, leisten, leisten müssen, dann springt irgendwie irgendeinmal dieses System, das für das Überleben sorgt, dieses Belohnungssystem ist nicht mehr im Gleichgewicht und dann muss dieses Überlebenssystem die Führung übernehmen. Also jede Suchthandlung hat eine positive Absicht. Wir müssen aber erkennen, dass es ein Ersatz ist für etwas, das der Körper nicht mehr selbst kann. Und wenn wir das so anschauen, müssen wir uns nicht mehr verurteilen, dass wir eine Sucht frönen.
sondern es ist wichtig, dann einfach zu erkennen, aha, da ist etwas, mein Körper findet das Gleichgewicht nicht mehr von selbst, mein Überlebenstrieb springt ein und macht zwar etwas, das dem Körper nicht auf lange Sicht nicht gut tut, aber kurzfristig hilft es eben zu überleben. Und Überleben ist immer kurzfristig. Und was wir uns dann überlegen müssen, oder was wir mit deinem Therapeuten am besten dann einfach machen, ist, jetzt den Weg zu finden, andere Mittel und Tätigkeiten zu finden, wie wir dem Körper wirkliche Entspannung geben können. Und sobald wir ihm die wieder geben, braucht er diese künstlichen Ersatzprodukte nicht mehr. Weil in dem Moment ist dann wieder die Abneigung gegen ein Gift des Körpers größer als der Wunsch nach Entspannung. Weil der Körper weiß, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Aber wenn der Überlebenstrieb halt sagt, hey, jetzt ist Matthäus am letzten, jetzt musst du halt einfach Gift in deinen Körper lassen, damit er sich kurzfristig entspannen kann. Ja, dann darüber hat der Verstand keinen Einfluss. Das läuft neben unserem Verstand ab. Deswegen ist es so schwierig, Suchtverhalten zu verändern. Willentlich ist es unmöglich. Aber mit zum Beispiel dieser Meditation, die wir am Anfang gemacht haben, einfach liebevolle Achtsamkeit auf uns selbst zu lenken, uns nicht für negative Gedanken oder nicht für ein Suchtverhalten selbst zu verurteilen, hilft das System wieder so zu funktionieren, dass es sich selbst regulieren kann. Ja, dass es wieder in der Mitte ist und keine schädlichen Stoffe braucht. Du kannst jetzt also überlegen, Christine, was kann ich machen, um das Wichtigste, Stress zu vermeiden? Was kann ich machen, um mich selbst nicht so zu fordern? Was kann ich machen, um mich selbst nicht so zu kritisieren? Und was kann ich machen, um mehr zu entspannen? Was kann ich machen, um dem Körper zu helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen? Und dann wird dieses Nikotin, das du dir zuführst, das wird weniger werden, da bin ich überzeugt. Aber solange der Körper das Nikotin will, braucht er es auch. Und es wäre nicht richtig, in den meisten Fällen, es gibt es natürlich schon, einfach von einer Sekunde auf die andere aufzuhören. Aber meistens braucht es dann eben andere Fähigkeiten, um dem Körper das wiederzugeben, was man ihm wegnimmt, wenn man Nikotin wegnimmt. Und so ist es mit allen Suchtprodukten, denke ich. Ja,
Zucker, Weizen, auf das wir süchtig sind und unserem Körper nicht gut tut, brauchen wir, weil wir nichts anderes haben, das uns den gleichen Entspannungseffekt gibt. Kannst du damit etwas anfangen, Christine? Ja, danke. Ich kann damit sehr viel anfangen. Also ich habe einige Gedanken im Kopf dazu, aber ja, also vor allem kann ich deine ja. annehmen und was damit genau. anfangen sehen. Es wird wahrscheinlich auch nicht vieles neu sein, was ich jetzt gesagt habe, aber wichtig ist es, immer wieder zu hören und immer wieder darauf einzugehen und dir Zeit zu nehmen. Jetzt hast du Zeit, dir das anzuhören, fast eine Stunde lang. Und das hat seine Wirkung. Und wenn du im Alltag bist, dann hast du einfach diese Zeit nicht, dich mit dir selbst so tief zu beschäftigen und Dinge zuzulassen und vielleicht auch darüber nachzudenken oder zu fühlen. Das, was ich sage, habe ich ja nicht erfunden. Ist nicht etwas Neues. Aber wenn wir in der Gruppe darüber sprechen, ja, dann hilft es uns, das Thema in die Tiefe einsinken zu lassen. Nicht nur mit dem Verstand zu sagen, ja, weiß ich, verstehe ich, habe ich jetzt abgehakt. Es braucht andere Menschen, ja, die dich darin unterstützen. Es braucht die Gruppe, die wir jetzt sind. Deswegen funktioniert ja zum Beispiel auch diese anonymen Alkoholiker. Das funktioniert so gut, weil die Menschen das nicht alleine machen, ja, weil die das in der Gruppe machen. Und jedes Nervensystem, jeder Mensch hat einen Einfluss auf den anderen Menschen. Vielen Dank, Christine, dass du das so angebracht hast. Und ich empfehle wirklich jedem, der Suchtpotenzial hat oder ein Thema mit Süchten hat, das in einer Gruppe mit anderen Menschen regelmäßig anzuschauen. Das hilft. Alleine unmöglich. Gut, wir kommen zum Abschluss und ich lade dich wieder ein, die Augen zu schließen und eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen. Stell dir dein Unbewusstes so als Black Box vor. Ja, es ist ein Gefäß, wo du nicht reinsiehst, wo du nicht weißt, was da drin geschieht, was da abgespeichert ist. Aber du weißt, es ist natürlich ganz viel abgespeichert und das, was abgespeichert ist, ist auch nicht alles. Hell und lustig, sondern das sind Verletzungen, die gespeichert wurden, das sind
vielleicht traumatische Erlebnisse. Also hab Verständnis für diese Black Box, für dein Unbewusstes und schenk ihm liebevolle Achtsamkeit. Sei dir bewusst, dass die Gedanken viel, viel verzerren, nicht wirklich die Realität abbilden. Dass sie das Negative überbetonen. Und das Positive kleiner machen, als es ist. Einfach weil wenn wir das Negative übersehen würden, könnte es für den Menschen eine Gefahr werden. Ja, deswegen tragen wir das Negative auch so in uns und beachten es auch überdurchschnittlich oft oder groß. Wenn du das weißt, kannst du etwas anders mit deinen negativen Gedanken umgehen. Kannst Verständnis entwickeln. Und vor allem wirst du merken, dass du dich nicht mehr ständig oder immer mit diesen Gedanken identifizierst. So im Sinne von, aha, es denkt mal wieder negativ. Okay. Ich schenke den Gedanken meine liebevolle Aufmerksamkeit. Und auch deinem Überlebenstrieb. Kannst du liebevolle Aufmerksamkeit schenken und im Wissen, dass auch Suchthandlungen eigentlich eine positive Absicht haben. Sie wollen dich nicht zerstören, sondern sie wollen, dass du kurzfristig überlebst. Und in dem Moment, wo du deinen Suchthandlungen, deinem Überlebenstrieb, liebevolle Aufmerksamkeit, Achtsamkeit schenkst,
Findet im ganzen System eine Entspannung statt, eine Beruhigung, eine Regeneration? Und du hast bereits schon einen Ersatz, einen gesunden Ersatz gefunden für die ungesunden Stoffe oder auch Tätigkeiten, Handlungen. Ja, weil wir können ja auch suchtartige Handlungen entwickeln. Und jede Sekunde liebevolle Achtsamkeit auf deinen triebhaften Teil hilft ihm, sich so zu transformieren, dass der Körper wieder selbstständig sich regulieren kann zwischen Anspannung und Entspannung. Jede Sekunde Achtsamkeit auf dein grundlegendes Überlebenssystem verhilft ihm wieder, ins Gleichgewicht zu kommen, nicht mehr überfordert zu sein mit der Situation. Und dementsprechend keine langfristig schädlichen Substanzen oder Handlungen mehr zu sich zu nehmen oder zu machen. Und die letzten Minuten können wir jetzt einfach noch in liebevoller Achtsamkeit mit unserem ganzen System sein, mit unserem Körper, mit unserem Unterbewussten, mit unserem triebhaften Teil. Mit unserer Persönlichkeit, mit unserem verletzten Teil. Wir schenken uns einfach Verständnis dass wir so sind, wie wir sind. Wir entwickeln keinen Widerstand mehr gegen uns selbst. Und landen wieder im genau gleichen Zustand wie in der Anfangsmeditation, wo wir den Moment achtsam
und liebevoll wahrnehmen, ganz egal, ob da gerade ein negativer Gedanke da ist oder Aufregung da ist, oder ein negative Emotion da ist. Ab jetzt noch für ein paar Minuten. Dann kannst du langsam deine Augen wieder öffnen. Ich wünsche einen schönen Abend und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mal danke. Tschüss. Danke, tschüss.
musste die ganze Zeit an diese Krokodile